So, hallo meine Lieben, da spricht die Verena aus dem Madison Coco Team und wir starten jetzt so eine Serie eben, wo jeder so regelmäßig zu seinen Top 5 Beauty, Fashion oder Lifestyle Produkte irgendwas plappert. Und ich fange heute gleich mal an und stelle euch meine Top 5 Beauty Produkte für den Herbst vor. Starten wir gleich mit meinem liebsten Nagellack. Das ist der von Obi, Coca-Cola Red heißt der und ja, klassisches Rot. Hebt mit Basecoat und Topcoat so 4-5 Tage. Also man räumt jetzt die Wohnung um oder dekoriert irgendwas um, dann ist klar, dass er gleich mal absplittert. Aber im Normalfall, wenn man normal tut, ja, hebt er schon ein feines Pinsel und eine Schicht reicht er vollkommen aus. Mein heiliger Gral unter die ganzen Beauty-Pflegeprodukte ist das Midnight Recovery Concentrate von Kiehl's. Das ist also ein hautgenerierendes Konzentrat für die Nacht. Mittlerweile gibt es das, weil es eben so beliebt ist, auch schon für den Tag. Das habe ich auch in Verwendung. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, welches ich lieber habe, dann auf jeden Fall das für die Nacht. Das ist eben so mit so einer Pipette. Genau. Und da kann man da mit dem Pumper ganz gut dosieren. Es ist natürlich auch dann auch sehr ergiebig. Und ich gebe da jetzt eben einen Tropfen auf die Stirn und jeweils einen auf die Wange. Verreibt es ein. Alternativ kann man auch ein paar Tropfen in die Handflächen geben, einreiben und dann auf Sicht auftragen. Ja, ich verwende es nach der Reinigung, brauche danach auch keine Nachtcreme. Und was kann ich noch dazu sagen? Man schaut in der Früh einfach frischer aus. Also du stehst auf und du hast zwar teilweise schon noch einen Polster im Gesicht hängen, aber du schaust einfach frischer aus. Die Haut hat ganz andere Ausstrahlung und das merkst du eigentlich schon nach den ersten Anwendungen. Und deswegen ist das wirklich mein heiliger Gral unter die Beauty-Produkte. Dann gehen wir weiter zum nächsten Öl, das was eh schon fast wieder leer ist. Von Moroccan Oil. Das ist eben ein Haartreatment. Und was steht denn eigentlich hinten oben? Sorgt umgehend für optimierte Frisierbarkeit, Glanz und langanhaltende Pflege, ohne eine Film im Haar zu hinterlassen. Ich verwende das Öl für meine Spitzen. Also wenn ich jetzt weiß, am Abend, okay, ich muss am nächsten Tag meine Haare waschen, dann nehme ich da eben auch so einen Pumpstoß von dem Öl und verreibe das in meine Spitzen. Es riecht total gut und am nächsten Tag tue ich dann ganz normal Haare waschen und du merkst schon, also die Spitzen haben weniger Spliss. Und gerade bei mir mit meinen Fransen ist das schon sehr wichtig. Ein Zusatztipp für die Männer, mein Freund, der hat ja einen Vollbart mittlerweile und der nimmt es natürlich auch immer gern für sein Bart her. Gut, ich kann ihm gar nicht besser sein, weil erstens, es riecht echt gut und natürlich ist das dann wieder einmal ein Vorteil für mich, wenn ich mit zu ihm kuschle. Und ja, er sagt halt auch, seine Barthaare, die sind halt echt sehr hart, die werden halt dann auch weicher und geschmeidiger und ja, es kratzt einfach nicht so, was wieder ein Vorteil für mich ist. Also, Mädels, teilt das mit euren Männern. Dann kommen wir wieder zu einem Make-up-Produkt und zwar ist das meine Soeva Cocoa Blend Palette. Damit habe ich auch schon einmal Make-up gezeigt. So, genau. Die verschiedenen Farben. 10, oder? Ja. Mir haben es da vor allem die rostigen Töne angetan, weil mir das eben zu den braunen Augen so gut gefällt. Aber eben auch mal Warm Notes zum Beispiel, was eher ins lila Stichige geht, gefällt mir total gut. Ja, natürlich ein klassisches Schwarz ist auch dabei. Und so die Farben, also wie Sweeter End oder Bitter Star oder Pur, keine Ahnung, ich sprich's nicht aus, weil ich blamiere mich nur. Die drei nehme ich dann halt eher zum Highlighten, da unter der Augenbraue oder im Augenwinkel. Genau. Lieblingspalette für den Herbst. Und Nummer 5 von meinen liebsten Produkte für den Herbst ist dann die Dior Skin Forever Foundation. Sie deckt gut ab, man braucht nicht viel, also außer ein Pumpstoß reicht vollkommen aus für das ganze Gesicht. Also man hat jetzt einmal ein paar Pickerchen mehr, dann tragt man ein bisschen mehr auf, aber da kann man eh variieren. Ja, sie gleicht jetzt nicht zu. Da steht um Flawless Perfection. Flawless würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es kommt halt immer darauf an, wie viel man auftragt, wie man es auftragt.
Ja, ich für meine Ding bin zufrieden damit. Ich nehme die Nummer 010 her, das ist glaube ich eh das hellste, weil ein bisschen tut es nachdunkeln. Ja, und ganz wichtig ist halt Lichtschutzfaktor 25, weil ich nehme keine Foundation ohne Lichtschutzfaktor. Genau, das waren euch einmal so meine 5 Beauty-Produkte. Meine 5 Beauty-Produkte. Und ja, ich bin schon gespannt, was die anderen Mädels zu sagen haben. Und ich glaube, da sind sicher noch einige interessante Sachen auch für euch dabei. Ich verabschiede mich jetzt wieder und schaut auch auf Madison Coco vorbei, schaut auf meinem Blog vorbei. Ich habe euch die ganzen Sachen auch verlinkt, was ich verwendet habe. Teilweise gibt es dazu auch schon Blogposts, da könnt ihr auch nochmal die ganzen Infos nachlesen. Und erzählt mir vielleicht noch, welche eure Top 5 Beauty-Produkte für den Herbst sein. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ich schaue mir alle an und antworte natürlich auch. Und ja, ich bin so gespannt. Und bis bald, Mädels. Tschüss. Oder, Jungs, bis bald, Mädels und Jungs. Weil wir haben jetzt selber einen Hahn im Kopf auf Madison Coco. Eben ein Freund von Beats and Dogs, der ist jetzt auch bei uns im festen Team. Also nochmal, bis bald, Mädels und Jungs.